Servus Leute und willkommen zu meiner heutigen kleineren Bergwandertour. Und zwar geht es auf den Reitstein. Ja, ein Nachbar der Blauberge, vielleicht nicht ganz so häufig begangen und nicht ganz so frequentiert wie die großen Brüder Schildenstein oder Halserspitz. Aber wir starten hier auch. Wir sind hier von Kreuth Richtung Aachensee rausgefahren und dann rechts findet ihr einen Parkplatz. Also nach dem Siebenhüttenparkplatz auf der rechten Seite. Und dann geht es jetzt hier ein Stück die Straße hoch und hier bei diesen Hütten, da überquert ihr jetzt einmal die Straße, gehen wir hier rüber. So, diesen ersten Abzweig gehen wir mal nicht hier hoch, wir gehen mal hier geradeaus weiter. Ja Leute, ich kommentiere die Tour heute bloß, geplant habe ich daran mal überhaupt gar nichts. Aber wir sind heute wieder in DAV-Basisbesetzung unterwegs und von daher gehe ich da einfach mal mit und bedanke mich für die Planung. Am Anfang dieser Bergwanderung geht es erstmal ganz entspannt und nur leicht steigend diese Forststraße hier entlang, aber ganz idyllisch. Und wie schon erwähnt, nicht so sehr frequentiert. Also wir haben bisher noch niemanden weiter getroffen hier auf diesem Weg. So diverse Korrekturen hier von meinen Routenmanagern. Ich hätte ja vorher mal auf die Uhr gucken können. Also das war jetzt eine Stunde von unten weg. Und das hier ist nicht die Budig, sondern die Bodigbäralm oder so. Also wir kriegen es nicht ganz zusammen. Bodigbergalm. So, jetzt. Und trotzdem geht es hier links rum, egal wie die Alm heißt. Ja, nach ein paar Metern gabelt sich jetzt dieser Pfad einmal, schlängelt er sich da so ein bisschen wild hoch und einmal geht er hier rechts über diesen kleinen Bach und geht da auf der Seite weiter. Ja, da gehen wir jetzt hier mal rechts. Schön, Leute. Der Leonhardstein, das bayerische Matterhorn. Und da Buchstein, Rossstein und in der Mitte, ihr wisst es, das Adlernest. So, und da über den Bäumen seht ihr noch den Kammverlauf vom Hirschberg. Ja, bis zur Bodigbergalm, wirklich leichtes T1-G-Gelände auf dem Forstweg. Jetzt hier leichtes T2-Gelände. Oh, der Festplatz vom Reitstein. Ja, ja, und da geht's so ein bisschen links raus. Ja, nach einer Stunde jetzt hier durch den Wald, ich schaue gleich nochmal auf die Uhr, ob das diesmal stimmt. Jawohl, sieht man von unten schon diesen einen Grenzstein. Und wenn man hier oben ankommt, hups, wie aus Versehen ist man auch schon da. Auf dem Reitstein. Ja Leute, als Wintertour nur bedingt zu empfehlen, da ihr hier ab der Bodigbergalm keinste Markierungen oder Hinweise irgendwas habt. Also da solltet ihr schon ein bisschen Schnee erfahren sein, wenn ihr die Tour mal im Winter gehen wollt. Also technisch gar kein Problem, ist die auch machbar. Ja, auch für diesen kleinen Berg gilt, merci fürs Auferlassen. So. Jetzt haben wir den Gipfel mal verlassen und wir gehen nicht auf denselben Weg zurück, sondern haben uns mal entschieden, eine Rundtour zu machen. Orientierungen gibt es hier keine, außer die Grenzsteine. Und ja, jetzt gehen wir mal tendenziell Richtung Schildenstein rüber.
und schauen mal, wo uns da der Weg lang führt. Da drüben sehen wir aber auch schon wieder den nächsten Grenzstein. Genau, das sind unsere aktuellen Wegweiser. Unser Weg führt uns jetzt hier runter und wahrscheinlich da in dieser Schneise wieder hoch. So schaut das aus von hier. Ja, nochmal ein Blick zurück. Vom Reitstein da oben sind wir runtergekommen. Zum Anfang war die Wegfindung ein bisschen nicht ganz so offensichtlich, aber letzten Endes hier ganz eindeutig. Wir sind jetzt in dieser Schneise, die man von der Reitsteinseite aus gesehen hat. Ja, und wollen jetzt hier weiterhin den Grenzstein, besser gesagt den ganz, ganz dürftig zu erkennenden Trittspuren, und machen da jetzt mal da auf den nächsten Hügel hoch. Jetzt haben wir nach dem Reitstein einen weiteren, ja, höchsten Punkt erreicht. Ja, der Guffer, der Angeber, ja. Der steht da in einer Prominenz, hervorragend. Hier vor uns geradeaus die Blauberge, im Hintergrund mit dem Haslerspitz. Da unten am Waldesrand die Blaubergalm müssten das sein, weil die Gufferthütten ist noch weiter unten, die ist da unten auf der Seite. Von diesem höchsten Punkt, der nicht benannt ist, wir wissen nicht, was das ist, geht es auf jeden Fall jetzt hier wieder runter zu diesen Almen. Das sind also die Plattenalm und das ist das Platteneck, aber wir werden nicht übers Platteneck drüber gehen, denke ich mal. Wir gehen links davor rum und kommen dann rüber Richtung Königsalm. So vermuten wir, ist der Plan. Auf jeden Fall traumhaft, das ist richtig traumhaft hier. Leute, schön, ja. Es muss nicht immer hochalpin sein. Da oben ist er. Da ist er auch offensichtlicher. Okay. Ja, nach wie vor Augen auf im Gelände. Hier ist jetzt wieder eine kleine Spur zu erkennen. Aber ansonsten, wenn ihr diese unmarkierte Rundtour geht, ist ein GPS-Track wirklich von Vorteil. Sonst, hier sind einige Stellen, wo der Weg nicht mehr zu erkennen ist, dann verfranzt euch einfach ein bisschen. Das muss ja nicht sein. Ja, der Weg jetzt hier runter von der Plattenalm zur Königsalm, das ist schon ausgewachsenes T2G-Gelände. Hier sollte man schon ein gewisses Maß an Trittsicherheit mitbringen. Und jetzt kommen wir hier schon auf die Wiesen. Rechts, da ist dann gleich die Königsalm. So, jetzt sind wir auf dem Fahrweg. Der geht, wie gesagt, hier rechts hinter dem Buckel zur Königsalm. Und der Fahrweg macht jetzt hier so eine Schleife rum, die wir jetzt auch mal gehen, weil wir hoffen, dass wir da irgendwo vielleicht links noch mal weg können, weil ansonsten würden wir dem Fahrweg, da wo auch der Weg lang geht, da kommt der Fahrweg wieder eine und da würde es runtergehen zum Parkplatz, also zu dem anderen. Dann probieren wir mal diesen Abzweig hier links und schauen mal, wo uns der Weg hinführt. Ja, der schöne ausgebaute Forstweg hier, der endet hier abrupt an diesem kleinen Platz. Und wir schauen mal, wie der Weg hier vielleicht rechts runter weitergeht. Jetzt heißt es wieder ein bisschen GPS-Hilfe. Und ab hier ist der Weg für gefährlich deklariert. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, wir folgen jetzt dieser Trampelspur hier durchs Gelände. Nicht ungefährlich. Durch das ganze Gras und alles, da muss man schon höllisch aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Hier geht es gleich mal ordentlich steil ins Gelände runter. So Leute, genau an dieser Stelle da bei den Bäumchen war Schluss mit lustigen Pfad. Hier runter, das war jetzt schon echt etwas grenzwertig. Trockenes Gras, dröslich, also das war jetzt wirklich schon
unangenehm. Sehr, sehr unangenehm und auch nicht ungefährlich. Da hat die Beschreibung recht. Das hier ist eine gefährliche Passage. Für den Anfänger auf gar keinen Fall zu empfehlen. Hier musst du schon sehr trittsicher sein. Und ja, ein bisschen Mut gehört da auch schon dazu, so eine Schlucht runter zu kriechen. Nach einer kurzen Erfrischung im Wildbach verlassen wir das Gelände hier einfach ähnlich spektakulär steil hoch, wie wir mal runtergekommen sind. Aber na, ich glaube, die Seite hier sieht wesentlich entspannter aus. Uiuiuiui. Sehr schön. So, der letzte Anstieg hier hoch. Schön steil und schön mit Laub. Rutschig gemachtes Gelände, einmal frei. Ja, aber dann siehe da, wir sind auf dem Forstweg. Ja Leute, jetzt laufen wir noch den Forstweg hier runter. Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann sind wir am Parkplatz. Und diese mega geile Rundtour ist damit beendet. Und dann kriegt ihr unten gleich noch das Fazit für diese Tour. Die ganzen Daten. So, dann hier gleich mein Fazit zu dieser Rundtour heute. Ursprünglich geplant war der Reitstein als einfache Tour von hier aus hin und zurück. Das wären 650 Höhenmeter, maximale Gesamttourzeit vielleicht 4 Stunden und das auf 12, 13 Kilometer. Das wäre dann auch definitiv ganz klar was für Anfänger. Da ist gar nichts dabei, maximal leichtes T2-Gelände. So, wir haben uns aber jetzt entschieden, dann auf dem Reitstein eine Rundtour draus zu machen über die Plattenalm, die Königsalm wieder runter und haben dann noch einen kleinen kreativen Abstecher gemacht durch dieses wunderschöne Bachtal. Dadurch sind wir jetzt insgesamt auf eine Gesamttourzeit von circa 6,5 Stunden, 6,75 Stunden gekommen und haben 950 Höhenmeter gemacht und das auf knapp 16 Kilometer. Ja, das ist dann natürlich schon eine mittelschwere Bergwanderung gewesen und die ist definitiv, so wie wir es jetzt gemacht haben, diese Runde für Anfänger ungeeignet. Gerade das Stück von der Königsalm runter zum Parkplatz, das ist ein Stück als gefährlich deklariert und dieser Abstieg war auch ganz klar gefährlich. Ich hoffe, ich konnte euch das gut genug dokumentieren, dass ihr das auch gesehen habt und einschätzen könnt. Also das würde ich als Anfänger wirklich nicht machen. Dann bleibt ihr eher zum Schluss auf dieser Forststraße bei der Königsalm und geht über die Forststraße zurück. Kommt einen Parkplatz weiter unten raus, Mai, und geht halt das Stück dann die 1-2 Kilometer zum Auto zurück. Auf jeden Fall ist das die entspanntere Variante. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall brutal viel Spaß gemacht, weil das war eine wirklich tolle Runde und wenig frequentiert, Leute. Wir waren also fast allein. In dem Sinne, ihr wisst es eh, immer schön am Berg bleiben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.